Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Jawohl. Ja. Was steht heute an? Heute geht es darum, wie es hier auf unserem Kanal weitergehen wird. Genau. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Natürlich, im Moment gibt es ja wieder den Corona-Gipfel. Sollte heute gewesen sein, wenn ihr das Video seht. Und, beziehungsweise, heute ist rausgekommen, das Video, genau. Ja, bei uns geht es einfach jetzt im Moment so weiter, dass wir natürlich das Thema Weihnachten im Vordergrund haben. Und wie ihr wahrscheinlich auch bemerkt habt, es sehr viel um Weihnachten geht. Mhm. Es steht ja auch noch ein Weihnachtsmarkt an und Schmücken haben wir ja schon. Und ja, dass ihr einfach Bescheid wisst, bei uns geht es jetzt zum Teil um das Thema Weihnachten. Und nach Weihnachten, nach Silvester müssen wir mal weiter gucken, wie es hier weitergeht. Ja. Natürlich mit wegen den ganzen Zoos sind ja zu und Freizeitparks und alles Mögliche. Ja, wir können wir gerade gar nirgendwo hingehen. Können wir auch nichts für euch testen, können wir auch keine schönen Vlogs für euch drehen, das ist leider nicht möglich. Es ist leider einfach nicht, es geht einfach gerade nicht. Ja, und das ist einfach schade. Deswegen ist es auch schwer für euch, irgendwas irgendwie Produktives hier auf diesem Kanal zu zeigen und zu bringen. Für uns manchmal. Für uns. Und deswegen nehmen wir euch einfach bei Alltagssituationen mit in unserem Leben und mehr können wir euch leider gerade nicht bieten. Ja, aber es ist halt so, wir sagen halt die Wahrheit. Genau. Wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir natürlich weiterhin ein Thema Weihnachten haben. Ja. Und bald ist der erste Advent. Und natürlich haben wir alles eingekauft für unseren Adventskranz, aber wir müssen ihn ja noch machen. Und wir haben die Zweige einfach draußen liegen lassen, weil wir die Verkäuferin gefragt haben und sie meinte, es wäre gut, wenn wir es in Kälte legen. Oder halt ja, dass es kühl ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus und gucken mal, wie das aussieht. Ich hoffe, die sind noch gut und wir können sie benutzen. Genau. Und nehmen wir euch jetzt zwei mit. Auf in die Kälte. Let's go. So, jetzt hat komm ich mal raus. Die Mützel angezogen, ist auch kalt. Ja. So, und da ist ja dieser Schuppen gleich bei uns hier. Und das erfriert. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass da unten noch Kürbisse liegen aus dem Toastgrill. Also wenn ihr Kürbisse braucht aus Toastgrill, schreibt es. Also mal. Drin haben wir Weihnachten. Bis sie bei euch angekommen sind, sind sie wahrscheinlich verschimmelt. Also. Naja, die sind alle ganz nicht. Genau, wir sind jetzt hier in unserem Schuppen. Alles mögliche steht hier rum, so Sachen. Ist halt ein Schuppen, Materialien also. Und so für den Garten. Das sind die Blätter, die sind eigentlich gar nicht so schlecht, guck. Oh, die sehen in Ordnung. Ups. Mal schauen, ob sie die nächsten Wochen überleben. Dann nehmen wir sie mit rein. Genau. Und tun uns alles zusammenrichten. Und dann versuchen wir einen Kranz zu bauen. Oh je. Ich bin gespannt, ob es also wieder runter. Nehmen wir euch mit natürlich. Erstmal. Ja, wir müssen auch zu meinem Papa. Zu meinem Papa. Heißklebepistole. Ah, die Heißklebepistole. Hier ist dunkel. Ja, da ist dunkel. Oh, jetzt geht Licht aus. Aber man sieht mich noch. Genau, jetzt gehen wir runter, gehen wir rein und dann melden wir uns am Tisch wieder zurück, oder? Ja. Oder? Ja, guck mal, da oben ist Vanessa. Haha. Tada, let's go. So, wir sind jetzt in unserer Küche, haben uns ein bisschen Platz hier auf dem Tisch gemacht. Haben jetzt alles vorbereitet. Und jetzt würden wir sagen, switchen wir runter und dann zeigen wir euch, ihr hört uns dann auch, vielleicht seht ihr uns nicht mehr richtig, in unsere Hände und so, ja. Was wir hier alles haben und dann versuchen wir einen Kranz zu basteln. Bin gespannt, wie das aussehen wird. Let's go. Also, ab auf runter auf den Tisch. Also, was haben wir hier? Wir haben jetzt diesen Ring hier. Das sieht man nicht, weil es so weit weg ist. Dann kommt das, die Tannenzweige außen rum. Mit dem Draht. Mit diesem Draht werden wir die verwickeln. Das ist unser Plan hier. Und dann zum Dekorieren haben wir noch so Dinger, die werden so heiß bekleidet. Kugel. Gelbistolle. Zu Kugeln. Mal gucken, vielleicht hängen wir sie auch einfach dran. Das schauen wir mal. Genau, und dann haben wir hier noch Kerzen. Und zu den Kerzen jeweils noch so Aufstecker, dass wir da die Kerzen draufstecken können. Genau. Und ich würde sagen, schneiden wir uns jetzt erstmal die Äste mit einer Schere zusammen. Wo haben wir die Schere? Da hinten. Gut, hier hinten, die hole ich. Und dann machen wir das jetzt erstmal. Let's go. Genau.
So, jetzt haben wir uns hier einen kleinen Haufen zusammengeschnitten. Jetzt versuchen wir die hier zu platzieren. Nein, zuerst muss man einmal den Draht umwickeln, habe ich in dem Tutorial einmal gesehen. Ohne das. Ja. Das soll es bringen. Das ist fest, ist der Draht. Okay, gut. Also hier glaube ich einfach mal. Gut, dann drehen wir jetzt einmal rum. So. Du musst ja bei dem Draht keinen Knoten machen. Aber was habe ich dazu gesehen? Machen Knoten. Ein Draht, das wird schwer. Ach, das ist was. Ah nein, die hat das nur so festgemacht. Die hat das. Ich weiß, wie das ist. Dann bündelst du das, glaube ich, hier fest. Ja, wir machen. Aber. So. Und dann legst du die so hin. Dann gehst du immer so rum. Ja, das machen wir jetzt. Also, ein bisschen creepy ist es schon, muss man sagen, aber es wird langsam, es wird langsam. Machen wir mal weiter. Also, schaut, das haben wir jetzt hingekriegt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht schlecht. Unten natürlich, unten ist, dass er halt stehen kann. Haben ja, wir das so? Und man sieht halt den Draht schon ein bisschen. Aber ja, wir probieren die Kerzen. Nein, und viel Draht, wie wir verwendet haben. Also. Also, sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt versuchen wir mal, die Kerzen reinzumachen, würde ich sagen. Okay. Und das wird jetzt bestimmt problematisch. Aber ich glaube, noch nicht die Kerzen, nur die Dinge. Ja, versuchen wir mal, die Dinge reinzumachen. Komm. Jetzt machen wir mit der Heißklebepistole noch so Bollen drauf. Ich würde sagen, verteilen wir erstmal die. Aber vielleicht probieren wir erstmal so aus, oder? Und wir sollten uns beeilen, weil der Akku, ich habe ausgesteckt. So, schaut mal, das ist das Endergebnis. Wir haben jetzt mit Heißklebepistole noch diese Kügelchen angeklebt, also diese Glöckchen. Guck, und das wird unser Adventskranz. Das sind keine Glöckchen. Adventskranz sein für den Winter 2020. Ja. Für die Adventszeit. Unser allererster Adventskranz. Also ist gar nicht so schlecht gelungen dafür, dass wir so das erste Mal. Das erste Mal zum Leben, wo wir selber eingebastelt haben. Ja, also die Kerzen sind nicht so ganz stabil auf irgendeiner Seite, weil es da dicker ist ein bisschen. Genau, aber ich denke, das wird gut sein. Guck mal, wenn ich so wackel, dann geht das. Die Kerzen wackeln. Ja, die werden ja auch stehen. Ich glaube, wir werden einfach ein kleines Schüsselwasser oder irgendwas daneben machen. Nein, wir werden auf jeden Fall da sein, wenn wir die Kerzen anhaben. Das ist ja, das auf jeden Fall. Genau, und niemals, wie gesagt, wenn ihr so einen Adventskranz habt, niemals alleine sein mit dem. Also niemals alleine brennen, ja. Nicht duschen gehen und dann brennen lassen und so. Bleibt, pustet sie lieber aus oder so. Dann. Ja. Auf jeden Fall. Nur wenn ihr in der Anwesenheit seid, weil sonst könnte es bitter enden, glaube ich. Genau. Gut, aber dem würde ich sagen, ist jetzt fertig. Und jetzt switchen wir wieder rüber aufs Sofa, oder? Genau. Wollen wir alles auf erstmal. Nehmen euch dabei nicht mit, aber dann sehen wir uns gleich auf dem Sofa wieder. So. Ja. ja, Kranz haben wir gemacht. Ja, fertig sind wir mit dem Kranz. Schön war's. Das erste Mal. Schön geworden, finde ich. Ja, also Rot und Gold finde ich eigentlich voll schön. Also es passt gut zusammen. Genau. Ja, es ist zwar auf einer Seite ein bisschen dicker geworden, auf der anderen Seite ein bisschen dünner. Aber ich glaube, nächstes Jahr machen wir es besser. Genau. ja, das war schon eigentlich von unserem Video heute. Ja, beziehungsweise... Kurz und knapp ist heute nicht besonders. Wir wollten euch noch erzählen, was wir denn so zu Weihnachten verschenken. Also alle, die ein Geschenk von uns kriegen, Ohr zu. Ihr wisst ja nicht, wer von uns ein Geschenk kriegt. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir uns halt überlegt, dieses Jahr auf jeden Fall... Okay, ich verrate nicht alles. Auf jeden Fall
haben uns überlegt, Karls Erlebnisdorf dieses Jahr zu unterstützen und da ein paar Sachen zu bestellen, beziehungsweise wir haben das schon bestellt. Und zwar kriegt dann jeder was von Karls Erlebnisdorf zu Weihnachten. Genau. Genau. Und das andere, was auch noch, aber was wir auch noch verschenken werden, das seht ihr im nächsten Video. Also bleibt dran, um nichts zu verpassen. Und im übernächsten Video seht ihr dann den Besucher von Weihnachtsmarkt. Unseren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, aber wo, in welcher Stadt, wisst ihr noch nicht. Das ist das Problem. Ja. Naja, ihr werdet es dann sehen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder nach unten. Das ist uns auch egal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen und dabei nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ding, ding, in dem Sinne, lasst gerne auch gerne einen Kommentar da, um zu wissen, wie die Videos von uns sind und so. Oder gerne lasst gerne Tipps da, was ihr machen sollt oder so. Seid kreativ, wir nehmen es gerne an. Und auch Kritik ist wichtig, weil aus Kritik kann man lernen. Genau, in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure liebe Vanessa und euer Philipp vom Dream Team. Ciao. Ciao.